Herr Links, wie wichtig ist Ihnen das Lesen? Das ist meine Haupttätigkeit, den ganzen Tag im Verlag und natürlich auch am Abend zu Hause, wenn es darum geht, neue Manuskripte zu erschließen und zu gucken, was passt fürs eigene Programm und was macht die Konkurrenz, damit man natürlich auch über die anderen Bücher informiert ist, mit denen die eigenen sich dann am Markt auseinandersetzen Und müssen. welches Buch lesen Sie gerade? Im Moment habe ich gerade ein Buch am Wickel von einem Autor von uns, Marc Engelhardt, das aber in einem anderen Verlag erschienen ist und das ein Netzwerk von Journalisten aus der ganzen Welt zusammengestellt hat, Weltreporter nennen die sich. Und mit einigen dieser Weltreporter, die als Journalisten überall auf den Kontinenten unterwegs sind, bereiten wir ein neues Buch vor. Und da interessiert mich natürlich, wie ihr Vorjahr aussieht. Und daher bin ich gerade dabei, mich mit Beispielen für eine bessere Welt rund um den Globus zu beschäftigen. Was ist der Unterschied zwischen einem Verleger und einem Herausgeber? Na, der Herausgeber stellt ja das Buch zusammen, er sammelt Autoren, entwickelt eine Konzeption für ein Buch, bereitet die Texte entsprechend auf und der Verleger hat dann die Aufgabe, dies in ein gedrucktes Buch zu verwandeln und in der Öffentlichkeit durchzusetzen, also guten Vertrieb zu organisieren, gute Pressearbeit, viele Lesungen zu veranstalten, damit der Autor mit seinem Werk auch die Wirkung bekommt, die er verdient hat. Wir sind ja nun in Ihrem Büro und das ist Ihr Schreibtisch. Ja. Und hier entstehen die Ideen für neue Bücher. Naja, nicht so allein am Schreibtisch, entweder weil ich gerade ein neues Manuskript bekommen habe, das ich zu prüfen habe. Da entstehen natürlich Ideen, aber sie entstehen genauso in der Gesprächsrunde mit Autoren, wenn sie zu Gast sind und neue Projekte vorschlagen. In jedem Fall bringen sie aber ein Exposé mit, damit man sehen kann, was sie genau vorhaben, worum es inhaltlich gehen soll, dass wir hier auch im Verlag beraten. Und das muss natürlich als erstes der zuständige Lektor oder der Verleger prüfen. Und das mache ich dann hier genau an diesem Platz. Recherchiere nebenher noch ein bisschen in der Welt, gucke, was auch an vergleichbaren Projekten oder Themen schon bei uns im Haus vorhanden ist. Und daraus formt sich dann die Entscheidung für ein neues Buchprojekt. Vielen Dank für das Gespräch.